Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Train Drivers and Aliens. Wunderschön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich außerordentlich. Und wir müssen jetzt mal kurz nach oben gucken, uns die ganzen Ressourcen abholen, die nächsten Bärchen auch einschmelzen, um hier mal mit Cooking for Blockets anfangen zu können, weil der Mod jetzt doch ein bisschen Ressourcen erfordert. So, zieht der Nickel rein? Ja, zieht er Copper Gravel rein? Ich hoffe doch. So, du kannst mal den Goldbärchen schmelzen, dann diese hier. Ach, da sind sie unten. Einmal so. Nein! Du Häseligen! Soll das? Ja, mach. Nix rein. Ich bin zu langsam. Was macht denn der da eigentlich gerade? So, was wir alles brauchen, ist hier drin. Oha, es ist mehr als gedacht. Schön. Gefällt mir. Kupferpowder. So, zieh die nächsten rein. Genau, so, wo sind die zwei Ore-Berries? Die sind hier. Danach noch Kupfer und Aluminium und dann sieht es doch schon mal ganz gut aus. Das Rutile-Ore verarbeitet er nicht. Verstanden. Schade eigentlich. Oder? Kann ich das hier direkt reinlegen? Nee, akzeptiert er nicht. Leider nein. So, die Copper Ore Berries. Müssen wir einfach mal kurz abwarten, den Durchlauf. Und dann können wir nämlich direkt das Aluminium reinschmeißen und dann geht's los hier. Wir werden zwei Diamanten brauchen und ein Buch. Habe ich vergessen. Scheiße. Naja. Wir können aber schon mal die anderen Sachen von Cooking for Blockets soweit zusammenbasteln, um schon mal so ein grobes Konzept zu haben, was wir denn brauchen und wo wir dann noch unser Häuschen hinbauen werden. Weil um diese Küche wird sich dann erstmal so, das hauptsächliche Abspielen hier. Gut, wir gehen mal in die Werkbank rein. So, die Sink. Die Sink braucht einen Wassereimer. Irgendein Holz. Da müssen eigentlich auch Rubberwood dann gehen, hoffe ich mal. Und drei Eisen. Wassereimer kriegen wir hin. Dann hoffe ich jetzt mal schwer, dass das Rubberwood akzeptiert wird. So, einmal Rubberwood. Anderes habe ich nämlich gerade nicht mehr. Dann den Eimer und dann oben drüber Eisen. Schlecht. Das wird nicht akzeptiert, das heißt, wir müssen mit der Axt mal schnell noch eine Birke umnieten. Ist da irgendwas? Ja, da ist ein bisschen was reif geworden, das nehmen wir gleich mit. Wir brauchen dringend dann eine Holzfarm, relativ zügig, damit wir auch mit dem Ausbau dann weitermachen können. So. Das haben wir komplett. Mein Inventar ist so gut wie voll. Mal gucken, was kann ich denn noch abholen davon? Oh, so viel Reif. So viel Reif. So. Du bist eh kaputt. Ach, jetzt krieg ich die Böhnchen. Kackenspiel hier. So, Futter. Kein Futter, Futter. Schön. So, mit der Birke sollte das aber funktionieren. Dann haben wir den Sink. Dann brauchen wir den Oven. Da brauchen wir den normalen Furnace dazu und das Blackstained Glas. Da hinten habe ich doch ein paar freischwimmende Tintenfischli-Halodris gesehen. Die alle despawned sind. Wollt ihr mich verarschen? Und es ist alles voll von diesen Tintenviechern. Ich will ich nicht mehr haben. Geh weg. Ja. Weißt du, wenn du nicht brauchst, dann sind hier 3 Milliarden Viecher in einem einzigen Block. Wenn du brauchst, dann ist wieder keiner da. Aber die haben Lunte gerochen. Scheiße, der will uns killen. Weg hier. So, aber hier müsste doch etwas sein. Die Wasser-Aliens sind weg. Das ist ja schon mal gut. Hallo?
Tintenfischlis. Hä, was ist denn jetzt kaputt? Sind denn die alle? Sind irgendwelche unter Wasser vielleicht? Ah, Schweine dunkel und da siehst du ja gar nichts mehr. Kann es jetzt angehen, dass hier wirklich nichts ist? Dreck. Muss ich irgendwie anders schwarze Farbe finden. Aber aus Kohle kann ich hier, glaube ich, nicht herstellen, oder? Blöd. Das ist jetzt nervtötend, dass die Viecher nicht da sind. Hätte ich mir jetzt persönlich anders gewünscht, aber ja. Was willst du machen? So. Ups. Erstmal wieder ein lecker Cucumber-Salat reingedrückt und seht ihr, wie viel der heilt. Ne, das ist einfach genial. Brauchst du nicht allzu viel mitnehmen, nicht verschiedene Stacks an Nahrung, sondern da reicht der eine hier und ist alles gut. Ein paar Äpfelchen könnten wir uns aber auch mal mitnehmen. So, dann haben wir da zwei Stück. Na gut, dann gucken wir nochmal. Also, dafür brauchen wir Wagon Oil, Ink würde gehen. Black Dye würde aus der Death Bloom gehen, okay. Da habe ich allerdings auch keine gesehen. Ein Ink Sack. Chemical Reactor ja am Arsch. Ja, wir sind jetzt eigentlich auf die Viecher angewiesen, ne? Boah, ich wollte gerade, oder was heißt gerade, in der letzten Folge, wo wir an dem kleinen See vorbeigelaufen sind, eigentlich die ganzen Viecher platt machen, hat aber keinen Platz mehr im Inventar. Darum habe ich es gelassen. Und zack, kriegen wir die Quittung dafür. Nehmen wir ein bisschen Sand mit, brauchen wir es dann sowieso, um hier die Spawnfläche für die Viecher zu vergrößern. Das nervt tötend, ey. Ich glaube, die spawnen ab einer Tiefe von 2. Dann basteln wir erstmal den Rest durch und gucken, dass wir dann da auch wirklich mit der Zeit hinkommen werden. Müssen ja noch mehr craften. Dann laufen wir hier einfach nochmal vorbei und gucken, ob die dann wirklich gespawnt werden. Schupp. Das nehme ich auch mal mit. Da können wir dann nämlich auch gleich ein paar Eier kochen. Und mit gekochten Eiern und mit Brot kann man, soweit ich das noch weiß, auch gute Egg-Sandwiches machen. Das habe ich denn hier schon eingesammelt. Lauter Schrott. Na gut, weg hier. Du könntest mir eigentlich mal den Sand schmelzen, damit wir danach an Glas kommen. Achso, ich habe ja keine Dingens mehr, ne? Keine Lava mehr oben hier. Hallo? 195? Warum ist das so ein schiefer Wert da unten? Hä? Vielleicht weil ich ein Idiot bin und das da unten rein muss. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ich behaupte das Gegenteil. Ja, dann mal schön schlafen. Ja. Dann werden wir jetzt nämlich noch die verschiedenen Teile für Pam's Harvestcraft brauchen. Die kann man dann nämlich da drauf stellen. Pants? Was ist denn das? Logic Expansion Card, okay. So, wo sind denn die verschiedenen Tools? Ja, mit dem Raketenwerfer, da kann man wunderbar kochen. Wir brauchen. Wir brauchen die Pfanne, wir brauchen den Pot und so weiter. Wo war denn das jetzt? Naja, machen wir mal anders jetzt. Das ist der Garden Pot, die helfen uns gerade nicht weiter. Das ist der Pot, den ich brauche. Den brauche ich auch. So, das waren 4 Eisen und ein Sticky. Schwupp. Und Sticks hatte ich noch. Schwupp. Genau, jetzt haben wir nämlich diesen Pot. Dann brauche ich die Pfanne.
Hier sind Leute von Pam's Housecraft. Pfanne. Die sind alle von Tinker, sie sind nicht. Was ist denn das? Ach, die Schere war noch. Okay. Da ist sie. Saucepan. Stahl, eine Stahlpfanne, geht's noch? Kupfer würde auch gehen. Oder Eisen, okay. Jo, tschick und tschick. Dann haben wir die Saucepan, aber nicht die normale Pfanne. Die brauche ich nämlich auch noch. Die sah doch anders aus. Die hatte doch, die sah so eigentlich das da oben aus. Hier, die da ist es. Ach, Skillet heißt das Ding jetzt. Zwei Eisen und ein Stick. Kriegen wir auch noch gebacken hier. Zick. Zwei Eisen. Und ein Stick. Haben wir diese Pfanne hier, die ist auch wichtig. Dann könnten wir eigentlich gleich mit dem Soße hier anfangen. Mit dem Juicer. Da brauchen wir einen Stein und eine Pressure Plate. So, Pressure Plate und Stein. Daraus können wir Öl und sowas herstellen. Juice ist auch wichtig und vorhanden. Okay, das Ding haben wir. Den Pot haben wir. Die Skillet haben wir. Die Saucepan haben wir. Die Bakeware könnte man noch brauchen. Mortar und Pestle ist auch wichtig. Drei Steine, ein Stick. Hab ich noch Stickies? Die kann ich ja nicht mehr zurückdingsen, oder? Doch. Na toll, aber einen habe ich dann nur. Treated Wood Planks, die helfen uns jetzt gerade nicht weiter. Das war Rubberwood, ne? Ja, passt. So, hier jetzt mal wieder ein paar Sticks. Und Jungle Wood. Also, so und... Haben wir noch einen einzelnen Stein rumfliegen? Den nehmen wir jetzt mal mit. Zack, zack. Dann haben wir den Mörser. Ganzen Schund hier brauche ich eigentlich nicht hier drinnen. So. Also, das könnten wir noch brauchen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die Mixing Bowl ist auch noch recht wichtig. Da brauchen wir drei Holz und einen Stick. Das sollten wir auch noch hinkriegen. Nein, kriegen wir nicht mehr hin. Wo ist denn jetzt? Na gut, dann nehmen wir das da hier. 300.000 verschiedene Holzarten hier wieder drin. So, die Mixing Bowl. Den Juicer haben wir. Jetzt brauchen wir noch die Bakeware. Dann haben wir es. Das waren einmal die Bricks rundherum oder die Nether Bricks. Nehmen wir die, die haben wir gerade da. So, jetzt sind wir eigentlich gut gerüstet. Jetzt sollte eigentlich alles soweit funktionieren. Genau. So, Black Dye. Jetzt wollten wir da nochmal zurückgucken, ob da mittlerweile ein paar Tintenfischilis gespawnt wären. Ach komm, das ist doch jetzt wohl echt Verarsche hoch 5. Jetzt kann ich wegen so ein paar hässlichen Tintenfischen hier nicht weitermachen. Was soll denn das? Das ist voll asozial, ist das. Death Bloom habe ich auch nirgendwo gesehen. KG. Das Blöde ist, dass auch die vegane Option davon ziemlich aufwendig ist. Wenn ich hier mal in die Black Dye reingehe, dann brauchst du einmal Charcoal, dann brauchst du Wachs, dann brauchst du Resin, dann brauchst du Öl. Das kannst du hier, kannst du löten, kannst du das? Muss jetzt wohl irgend so ein scheiß Tintenfisch sein. Ich brauche ja gar nicht viele. Zwei, drei Stück würden mir schon reichen. Da, da sind sie. Da sind sie und sie kreiseln. Schön. Sind sie vielleicht auch da? Das wäre leichter? Nein. Ja, okay. Ich komme hier schon. Ich komme hier schon. Einen Moment bitte. So, hier mit deiner Tinte.
Habe ich die jetzt bekommen? Nö. Au. 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 Nicht das Haufen. Au. Schmerzen. Schlimme Schmerzen. Sehr schlimme Schmerzen. Jetzt. So, mal kurz an Land retten und gucken, wie viel wir jetzt bekommen haben. Es sah nach Zweien aus, aber wer weiß, ob auf dem Haufen vielleicht ein bisschen mehr gesteckt war. Wir haben drei, das reicht. Sehr gut, dann können wir jetzt das Glas abgießen, soweit ich das verstanden habe, und können dann entsprechend das dunkle Glas machen und sind dann fast durch. Dann bauen wir noch den Kühlschrank. Dann können wir mit Cooking for Block jetzt immer richtig durchstarten. Ich habe immer noch keinen Waypoint für zu Hause gemacht, aber das kommt dann eh da oben hin alles. Dann brauche ich jetzt hier noch. Das kann alles weg. Das kann auch alles weg. Guck mal, dieses Mistding schon wieder. Ich habe keinen Ofen mehr. Verschwinde! Okay. Zinn kann weg, Kupfer kann weg. Das da kann auch erstmal ein bisschen hier mal weg. Der ganze Gekrüse. Dann brauchen wir jetzt Pickaxe ist da. Das Casing Bin. Der Casting Bin, besser gesagt. Einmal hingestellt. Dann Molten Glas nach unten und die Uhr angemacht. Hey, warum dauert denn das so lang? Warum dügelt denn das da so raus? Hm? Naja, wir haben es auf jeden Fall Clear Glass. Was soll's, ich brauche erstmal nur drei Stück. Ist jetzt vielleicht ein bisschen Verschwendung gewesen, aber was soll's. Da ist das ganze Ding voller Glas jetzt, ne? Uiuiui. Uiuiuiuiuiuiui. Dann tue ich das immer raus. So. Blackstained-Glas. Okay, da brauche ich dann 8 Stück. Schiede, aber ich habe gar nicht 8 drin, oder? Ich habe noch 3 Blocks drin. Nee, es reicht nicht. This is not enough und wahrscheinlich ist bei meinem Glück jetzt die... Ja, die Lava ist leer. Dann werde ich das bis zur nächsten Folge soweit vorbereiten, dass wir dann das Glas haben und mit Cooking for Blockheads dann mal soweit anfangen können. Was wir noch bauen müssen, ist der Fridge. Ist aber jetzt nicht so das ganz große Problem. So. Machen wir dich mal aus. Dann machen wir noch schnell den Kühlschrank. Habe ich noch eine Kiste? Nö, ausnahmsweise mal nicht. So, dann hier mal die Birke verteilen, dann haben wir da noch eine Birke, dann haben wir da noch ein Dschungelholz. Habe ich noch gerade einen Holzblock gesehen? Nein, wieso auch? Warum sollte ich das denn sehen? Wandeln wir das hier mal komplett um. So, dann haben wir eine bunt gemischte Kiste, dann brauchen wir das Eisen. Und haben dann schon mal den Kühlschrank. So, 6 Stück. Jetzt muss ich allerdings Lava holen, ne? Weil 2 Blöcke werde ich nicht mehr haben. Ich habe noch genau einen Block. Und hier schmilzt er mir nicht weiter ein, ja. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann natürlich hier wieder bei Train Drivers and Aliens. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.